uns gleich mal den Ballon. Der Junge ist dann das Meister Hexer. Es gibt eine Begrifflichkeit, die ich respektiert habe. Ah, du schon wieder. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Okay. Schon besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. 25 ist doch in Ordnung. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Sie werden ihre gerechte Strafe Der blutige Baron heißt es in der Streitlustig, wie? Oh, du bist es. Wie schön das... Hä? Sieht echt aus, aber man weiß ja nie. Gut, du kannst gehen. Mensch. Hast du's eilig? Jo, und ein Schnellreisepunkt. Nice. So muss das. So, ist hier irgendwas? Alles mies. So, sehen wir uns hier erstmal um, würde ich sagen. Dann machen wir mal ein paar Hexer-Sachen hier. Jetzt schon ganz schön hart. Okay, es ging wirklich nur um den Schnellreisepunkt, das war da. So, wir müssen unser Schwert wieder reparieren. Du kannst passieren. Ihre und Heimatland. Oh, wo sind wir denn jetzt? So, ja. Ah, dann kommen wir hier. Dann kommen wir jetzt hier lang. Okay, cool. Alles klar. Aber wir sind ja noch gar nicht so stark, sag ich mal, dass wir da gut klarkommen. Sagen wir mal erstmal die paar Hexeraufträge, die wir da noch haben. Und dann sehen wir weiter. Es war so klar, dass ich da jetzt in den Raum renne. So. Das war hier unten irgendwo, ne? Puh. So. Dann können wir uns hier nämlich auch mal die Schwerter reparieren. Oh man, erstmal den Kreischling hier. Der Auftraggeber ist ja da. Wenn ich groß bin, man hat doch einen tollen Posten, was? Wie wär's mit ne... Ah, cool, der kann auch mit. Zeig mir deine... Das haben wir schon gelesen. Aber wir können mal ein bisschen verkaufen.
Ja, dann los. Ich hab jetzt Bocken mal noch ein bisschen Wind. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Auf geht's. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Ich weiß ja nicht, was unser Deck jetzt so richtig war, aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Brauche ich gar nicht. Die erste Runde schon gewonnen. Der hat nur noch 8 Karten. Wir haben 10. Das sieht doch gut aus. Und noch eine dazu gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der spielt auch Belagerung. Ja, ich glaube, das sieht doch richtig gut aus. Mal mit Finte können wir die wieder aufnehmen. Wir haben noch einmal schönes Wetter. Der Gegner hat ja nur noch 3 Karten. Okay. Schwächt ihn ja genauso wie... erstmal 13 Punkte noch aufholen. Und schönes Wetter. Zack. 82 Punkte, Alter. Ja. Die hebe ich mir jetzt auf. Falls er die 86 tatsächlich noch schafft. Bam! So. Hast du Proviant? Ich bin... Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert.
Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Tun wir Hexerdinge. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Alter, kriegen wir da viel. Würde ich sagen, ne? Das hier kann ich wohl drauflegen. Jo, geil. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Cool. Na, dann nehmen wir doch. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orseus Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. So, ich würde mal nur mal ganz schnell. Mein Sohn! Du bist ja scheintot. Beweg dich! Ich komme gar nicht zu Atem. Meine Schwerter reparieren. Und dann machen wir uns auf den Weg, da den Kreischling zu suchen. Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneidern? Ist nicht einfach. Ich mich überhaupt nicht. Wie kann ich... Ich würde... Reparieren, bitte. Kann ich hier alles reparieren? Hi. Und wir kriegen davon nichts. Leb wohl. Du hast einen Beruf. Deutet. Bam, 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 bam. Tötest du die Monster? Alle? Versuch's. Ziehen. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit... Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Ah, hier.
Mein Mann hat noch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Wir hatten ja noch ein paar Fähigkeitspunkte. Dann können wir jetzt quasi täuschen zwei machen. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Richtig. Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Na, einfaches Geld. Blut. Monsterblut. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Ach, da drüben. Ja. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht hier. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Oh, warte kurz. Mal ganze Geld hier aufsammeln. Nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen.
komm, ey. Ist da nur noch ein Schlag. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Es war doch schon tot, ey. Wie kann mich das denn jetzt 20 Mal treffen? Das ist ja jetzt doof. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Da es muss es aufspüren, diesmal wird es nicht entkommen. Kann mich das denn jetzt treffen? Einfach. Soll ich dir in den Arsch treten? Lauf, Blätze! Einmal festgebracht. Grüß dich. Ja? Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt. Ach, komm schon. Behalt das Geld. Du hast eine Weise aufgenommen und brauchst es dringender. Und da heißt es, Hexer wären gefühllos und unmenschlich. Also, ich danke dir von ganzem Herzen. Nein. Das arbeite ja gerne umsonst.
Dieser verfluchte Dreck. Jo, okay. Gucken wir nochmal. Redanien! Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Ist ja nicht so, dass ich für das Ding schon bezahlt habe. Lauf, Plätze! Was hast du? War doch nur ein Bein. Gucken wir uns mal die Wachplätze. Bleibst besser in Deckung. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophage gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Dass mich die scheiß Quest jetzt hier behindert hat, hat's jetzt auch nicht leichter gemacht. Sieht nach Klauenspuren aus, aber hier ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster zerrissen hat was für und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Witzig. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Okay.
Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich muss erst mal diesen Kopf. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ach so. Weg mit deiner Waffe. Du hast schon genug Menschen umgebracht. Nein, hab ich nicht. Mindestens einer muss noch sterben. Edme! Dieser verfluchte Drecksregen. Das ging nur erstaunlich einfach. Streitlustig, wie? Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja, offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück.